So, erstmal eingestiegen. Und dann ab zur Tankstelle. Ja, was? Sprit leer oder wie? Wie immer. Nee, wir sollen uns als Polizisten verkleiden, als Verkehrspolizisten. Das machen, glaube ich, Trevor und Mike. Ach, das machen die anderen. Dann machen wir irgendwas anderes. Naja, man wird uns schon sagen, was wir machen sollen. Wer war denn der Devin? Du hast doch in der Pause nachgeschaut. Wir haben gerade nachgeguckt. Der ist ein Milliardär und Entrepreneur, der wohl hier so der Bigwig in Los Santos ist. Oh, falsch gefahren. Echt? Ja. Jetzt. ja. Und für den arbeiten wir jetzt erstmal. Oh. Total falsch gefahren. Oh. Hallo Jungs. Die haben bestimmt ein bisschen so Schweinereien da unten gemacht. Die sahen so ein bisschen so aus. Wieso denn? Würden sie ihren Frauen das nicht erzählen, aber in Wirklichkeit, da geht auch was. Wo geht's denn hier weiter? Da habe ich mich aber mächtig verfahren, glaube ich. Das erzählen die ihren Frauen auch immer. Ich wollte nach Hause kommen, aber ich habe mich leider mächtig verfahren und auf einmal war ich mit meinem Kollegen Brian. Sauber. Schön auf der Fahrbahn. Aber hallo. Wer kann, der kann. Jetzt aber hier, oder? Was ist da für ein Dackel? Bitte? Da war oben so ein Blechdackel. Auf dem Auto drauf? Nee, auf dem Werbeschild. Ah, okay. Hab ich nicht gesehen. Einer muss ja hier auf die Straße achten. Ja. Oh, da wäre wieder Stunt. So ein Stunt, aber Mega-Stunt gewesen. Der ist aber ordentlich flott hier, der Wagen. Fährt sich auch ganz angenehm. Und wieder falsch. Ich glaube, das gefällt dem Franklin total gut, dieses mit den Sportwagen rumfahren. Würde mir auch gut gefallen. Aber ich darf ja sowas nicht. Wieso nicht? Ja, mir gibt keinen Sportwagen, dann würde ich den kaputt fahren. Musst du den nehmen? Ja. Den hat er sich, der hat ihm auch keiner gegeben. Doch, stimmt. Diesmal wurde er uns gegeben. Ich kenne auch niemanden, der einen Sportwagen fährt. Die Leute, du musst doch die Leute nicht wirklich kennen. Wir lernen es doch hier im Spiel. Du triffst am Straßenrand, Fenster ein. Guten Tag, brauch ihr Auto. Fertig ist die Sache. Wenn du verletzt wirst, jemanden suchen, der dir auf die Schulter klopft. Neulich parkte einer mit so einem getunten R8 vor mir. Jetzt ruft Michael an. Hey Frank. Hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. All right, man. Look, I'll see you soon. Yeah. We'll pick you up coming through Grape Seed. Get the drivers there and get them going at speed. Oh, bin ja mal gespannt, was jetzt passiert. Könnte ich denn jetzt wechseln? Nee. Nee. Wie sind eigentlich unsere Stats? Mal kurz schauen. Also Ausdauer ist super. Sieht echt gut aus. Fahren ist auch super. Fliegen ist so mittel. Schleichen ist jetzt nicht so, so ganz unseres. Man könnte mal mit Franklin, wenn der schon so das Ausdauertier ist, den Triathlon machen. Aber wahrscheinlich ist der wie alle Sportarten in dem Spiel echt auch ein bisschen öde. Wie im echten Leben. Triathlon. Das sehen Triathleten bestimmt anders, aber ich glaube, ich gebe dir da mal recht. Aus Sicherheitsgründen. Hast du schon mal ein Triathlon gemacht? Ich? Zu Fuß ins Fahrrad oder mit dem Fahrrad nach Hause? Hey, how about we see which one of you two is for real? So get in your cars and let's see if they move as fast as your mouth. Ooh, the fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. Right. Aber unser Auto ist doch kaputt. Na und? Aber schöner als das Orange, ne? Die sind viel schneller. Ah, die schaffst du schon. Die bauen garantiert einen Unfall. Das ist immer noch deine Spezialfähigkeit. Ja, aber damit bin ich ja nicht schneller, nur präziser. Boah, ey, ich freue mich schon doch echt drauf, wenn wir mal GTA Online machen. Mhm. Und dann hier so ein Rennen. Oh, oh Mann. Ja, Spezialfähigkeit, ne? Verkackt. Mist. Das sieht so cool aus. Also echt ein gutes Geschwindigkeitsgefühl. Ja, was laden Sie denn jetzt? Ich bitte Sie. Ach Gott, alles. Wir sind sein Auto wieder heile. Ach stimmt. Ist ja cool.
Ich verstehe nicht ganz, wie das jetzt mit der Polizeiaktion zu tun zusammenhängt. Ah, doch. Wir jagen die quasi in die Polizeifalle, oder? Genau. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Geschäftskonkurrenten sind von dem anderen. Nee, das sind irgendwelche Hedgefonds-Manager, hieß es. Okay, und was? Und die wollen halt die Autos haben. Achso, es geht nur um die Autos? Scheinbar, ja. Aber als Milliardär, da kaufe ich mir doch einfach so Autos. Was ist denn jetzt? Jetzt ist uns irgendwie die Xbox abgeschmiert. Schwarzes Bild. Schau mal, ob es einen roten Ring gibt. Nee, sieht ganz gut aus. Hä? Tja, da war uns kurz die Xbox abgeraucht, weil sie das Speichergerät irgendwie nicht richtig erkennen konnte oder sowas Ähnliches stand da, oder? Komische Fehlermeldung, Speichergerät irgendwie hat gerade nicht funktioniert. Wenn es nochmal auftritt, sollen wir das Speichergerät wechseln. Ich tippe, das sind die ersten Xbox One-Fehler, die quasi jetzt die Geräte so kaputt machen, dass sie dann passend zum Xbox One-Start gar nicht mehr funktionieren. Ihre Xbox 360 ist leider defekt. Wir empfehlen Ihnen hier das neue Gerät, das die gleichen Auflösungen kann und zwei halbwegs passable Spiele zum Start bietet. Welche denn? Dead Rising? Hoffentlich Rise und Dead Rising. Okay. Need for Speed? Na gut, ja, Need for Speed. Ich meine jetzt exklusive Titel. Vielleicht ja, so. Ist Forza, aber das ist nicht meine Welt. Forza habe ich vorhin gesehen auf der One, sah zumindest technisch etwas besser aus als das hier gerade, sah aber... Ach echt, ja. Spielerisch ein bisschen weniger abwechslungsreich aus. So, da muss dann jeder selber wissen, was er nimmt. Ja, die Multiplattform-Titel, da macht ja die Xbox auch keinen Stich. Alles, was man bis jetzt irgendwie so mitbekommen hat, Assassin's Creed höhere Auflösung, Battlefield höhere Auflösung, Call of Duty höhere Auflösung. Und wenn dann die Framerate manchmal ein bisschen schwächer ist, ganz ehrlich, das nehme ich in Kauf. Ich müsste es erst mal sehen, direkt im Vergleich. Das habe ich jetzt noch nicht. Aber ich habe persönlich noch überhaupt keinen Grund, mir eine Xbox One zu kaufen. Also ich... Boah, ist das geil gerade, sorry. Das, ja. Ist, das ist so cool. Hat ein bisschen was von Hot Pursuit, auch so vom von Look jetzt gerade, durch diese Wüstengeschichte. Nee, gibt ja auch noch keinen Exklusivtitel, der mich irgendwie reizt jetzt an der Xbox One. Und wegen Rise kaufe ich mir keine Xbox. Nee, obwohl ich es vorhin gesehen habe drüben. Und ja, es hat mir schon ganz gut gefallen, so die paar Szenen, die ich gesehen habe. Mhm. Ich soll sie nur, ihnen nur folgen eigentlich, ne? Ja. Ach guck mal, jetzt kann ich einmal kontrollieren. Hey, we're coming up now, man. Be there in a few seconds. Got it. Die Chips. Ah, super. Ach, wie cool. Die haben ja auch so Motorräder bei Bud Spencer und Terence Hill. Zwei außer Rad und Band. Ja, aber das soll jetzt hier schon Chips sein, ja, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Geil. Und da oben fährt der Zug lang. Ey, das ist schon geil. Sogar die Musik passt super. In so einer schlechten 70er Jahre. Damals waren die Highway-Serie. Damals waren die schlechten 70er Jahre Serien gut. Ich glaube, die sind auch noch besser als manch andere Highway-Cop-Serie heutzutage. Oder die aus den 80ern. Ah, kommt nicht so doll ran, ne? Ist das so, dass es so gemacht ist, dass man. Ah. Wow. Was würde ich mir nochmal so ein Interstate wünschen? Alter Falter. Ich glaube aber spielerisch war das ein ziemlicher Scheiß. Ich glaube, da ja, man musste ganz schön rumtricksen teilweise. Ja. Vielleicht müssten wir das mal als Retro-Ding machen. Interstate 76. Ja. Mhm. Da gab es immerhin später dann noch ein Direct 3D-Patch. Also dass es zumindest so ein bisschen gefilterte Texturen und sowas bekommen hat. Und dieser Look ist ja schon ein bisschen zeitlos. Wie cool das ist jetzt hier dann so die Kleinstadt. Ja. Schon allein für die Zwischensequenzen. Das ist ja so krass, dass da die Jade halt gleich am Anfang stirbt. Damit wird es mit dem Retro ein bisschen schwierig. Aber ist im Intro, oder? Gleich schon. Ist gleich im Intro. Ja, okay. Sofort. Also, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, vergesst, was wir gerade gesagt haben und schaut euch auch das Intro dann nicht an. Oh, ja. Rocker. Um euch kümmern wir uns beim nächsten. Waren wir hier schon mal eigentlich? Ja, ja, hier ist die Seilbahn. Ach ja. Hier haben wir unseren geilen Bassjump gemacht.
Wir kommen da überhaupt nicht näher ran. Ja, doch, ein bisschen schon. Wir werden langsamer. Jetzt haben sie es eingesehen, oder was? Den hier im Roten, den schnappen wir uns. Das ist der Schlimmste. Jetzt sind wir bald rum um die Stadt. Mhm. Da war gerade die Militärbasis. Hier ist die Gegend, wo wir mit dem Hubschrauber lang wollten oder lang geflogen sind. Ja, und da ist der Berg, wo ich immer noch mein Mountainbike gerne runterfahren will irgendwann. Oh. Ups, ist mir aufgefallen. Und schön synchron absteigen. Das ist wichtig. Whoa, hey, stay in the car there, homeboy. I'll deal with you later. Yeah, fuck you too. You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Officer. Is this officer. Entirely necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car! Hey! Hey, hey, hey! What are you doing? Fucking car. All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! Was ist mit ihm los? Da drückt er Aggression gegen seinen Sohn vielleicht. So. Jetzt aber. Das musste jetzt noch sein, oder? Ja, aber hallo. Achso, du musst zu einem wechseln. Mike darfst du scheinbar nicht fahren. Ich habe Trevor genommen, der hat das Auto, das du noch nicht kennst. Oh, gut. Oh, was ist das denn für eine Nummer? Hello? Hey, you that lady? The intense dude's assistant, right? Assistant? This is Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel for Devin Weston Holdings. I need to tell Devin we got them cards. Mr. Weston will not discuss matters like this with you on the phone. I'll be your port of call for business concerns. Well, shit, me and your boss ain't gonna have any personal concerns. Bring the cars to Hayes Auto on Little Bighorn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. Also doch die Assistentin. Mr. Weston. Fahren wir jetzt gerade ein Rennen, oder? Nö. Nur das Auto abliefern. Noch 6,7 Kilometer. Doch, doch. Ich glaube, wir fahren so ein internes Rennen gegen den anderen. Doch, doch. Aber ist viel weit hinter dir. Ja, weil wir halt so gut fahren. So spielt das Leben. Mhm. Jetzt kommen wir hier in die Charlie Sheen Gegend. Hast heute auch nur noch Memes übrig, oder? Von Charlie Sheen? Nee, weil die ganze Zeit nur. Och. Och, auch nochmal ein Och dahinter. Wow. Wow. Oh. Da konnte ich nichts für. Ach, schau mal, jetzt ist er neben mir. Ja. Also nicht mehr lange. Jetzt kommt so ein Stau rein. Das finde ich halt schon krass, dass du, wenn du in die Stadt kommst, der Verkehr einfach mehr wird, ne? Mhm. Presently, let's get into future. This is how it was. Hey,
Your car's still all right, right? Good to see you taking this seriously, Frank. Good management. If I'm finna do this, I'm finna do it right. So, how your car, Mike? My car is fine. Yeah, I hope so. Mag diese Spezialfunktion nicht nutzen. Verstehe ich vollkommen. Passt einfach nicht. Oder? Verstehe ich vollkommen. Das ist ja fast wie Cheaten. Ja. Und es geht ja auch so. Vor allem, es fühlt sich halt auch viel besser an, wenn man das so macht. Weil dann sind alle so unter den gleichen Bedingungen. So. Hat sich einer schon ein bisschen erschrocken. Aber es wäre jetzt so krass gewesen und so typisch für diesen Let's Play-Kanal, wenn da jetzt ein Zug gekommen wäre. Ja, ja, stimmt. Sauber. Ich hätte mich so weggepackt. Gentlemen, I love you all. Oh God, this is gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, gimme five, five, and five. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Hey, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick, follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Mike, hast du die Liste gesehen da hinten? About your friend, Solomon. Gone in 60 seconds, ne? All right, good. Ja, gab's ja in jedem GTA auch diese Liste von den Karren, die du klauen musst. Ja, aber auch mit dem Schwarzlicht. Das ist so eine Schwarzlichtliste, war. Ach so, das weiß ich nicht mehr aus dem Film. So. So, und diesmal in die Cloud gespeichert. Und wäre, das funktioniert jetzt nicht. Dankeschön. Bestanden! Und ihr habt auch diese Folge bestanden. Überstanden. So wollte ich das nicht sagen. Ja. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Ciao. Ciao.